doch immer wieder ungewohnt in so einem riesengroßen Wohnmobil. Vor allem, wenn man wie ich eigentlich kein Profi-Camper ist. Aber meine Redaktion hat mich trotzdem wieder mal auf Tour geschickt. Und zwar geht es heute bei uns um Kurztrips, spontane Kurztrips mit dem Wohnmobil. Und wir sind unterwegs in Oberschwaben und im Allgäu. Dabei geben wir Tipps für den Wohnmobilurlaub mit Kindern. Wir schauen, ob der Trend zum Wohnmobil-Dinner auch nach Corona noch anhält. Und zum guten Schluss übernachten wir auf einem Weingut und dürfen endlich Schäfchen zählen. Ja, und mein erster Stopp jetzt ist das Erwin-Hümer-Museum in Bad Waldsee. Ah, der wäre ja auch nicht schlecht hier. Hallo, Frau Hinzen. Hallo, herzlich willkommen im Erwin-Hümer-Museum in Bad Waldsee. Danke, also wenn das nicht der ideale Ausgangspunkt ist für meine Tour hier. Ein bisschen Zeitgeschichte, Wohnmobile, wie sie entstanden sind. Mensch, ich freue mich. Die ganze Welt des mobilen Reisens, ja. Sie werden überrascht sein. Die wird mir Susanne Hinzen, Museumsleiterin hier, jetzt mal zeigen, diese Zeitreise, ne? Auch schön, ne? Die Karawane, ja. Richtig alt, oder? Ja, absolut. 30er Jahre. Ja. Und der Käfer, guck mal, wie schön. Einfach mal reinkommen. Ja, ich werde verrückt. Ist das eine Badewanne oder was? Das ist eine Badewanne. Die kann man runterklappen, dann kann man hier drin duschen. Ja, oder das hier ist ja auch ein echtes Schmuckstück, oder? Wahnsinn! Ja, der Art mit einfach absolute Reisegeschichte aus. Man kann dem richtig ansehen, wo der überall war. Ich kann es mir vorstellen. Das ist ein richtiges Hippie-Fahrzeug, oder? Absolut. Wo kriegen Sie das alles her? Ich meine, hier ist ja eins toller als das andere in diesem Museum. Ah, wir haben eine riesengroße Sammlung. Der Erwin Hümer hat Fahrzeuge aus aller Welt gesammelt. Ja. So, dass wir etwa ca. 260 Fahrzeuge haben, die wir auch immer wieder mal ausstellen, immer wieder mal durchwechseln. Man sieht quasi auch immer wieder mal was Neues und kann neue Reisegeschichten entdecken. Ich habe mir ja vorgenommen, ich bin ein bisschen in Oberschwaben-Allgäu unterwegs, weil man sagt, das ist hier so die Wiege des Wohnmobils. Stimmt das denn? Ja, es ist zumindest mal die Wiege des deutschen Caravanings. Und zwar wurde in Isny Anfang der 30er Jahre das erste Wohnauto Deutschlands, so nannte man das damals noch, quasi der Wohnwagen gebaut. Insofern kann man schon sagen, ja, Oberschwaben-Allgäu ist die Wiege des deutschen Caravanings. Na, mal sehen, ob das auch entsprechend Wohnmobil touristenfreundlich ist. Das stelle ich jetzt mal auf die Probe. So, für mich geht es jetzt erstmal auf Stellplatzsuche. Mal gucken, wo ich heute Abend unterkomme. Also für mich als Camper-Neuling ist das schon mal die erste Herausforderung, ehrlich gesagt. Aber es gibt ja Camper, die sind nicht nur mal für einen Kurztrip unterwegs, sondern richtig lange, teilweise sogar jahrelang. Und solche Menschen haben natürlich richtig viel Erfahrung. Mit diesem Van sind sie 3 Jahre durch Europa gereist, haben darin gelebt, gearbeitet und geschlafen. Die Van-Nomaden. Das sind Kati, Paul, Sohn Monte und Husky Tio. Seit Monte auf der Welt ist, haben die beiden Nomaden auf Zeit im Allgäu ihre aktuelle Heimatbasis gefunden. Also wir haben tatsächlich gemerkt, wir wollen doch auch eine Base haben, einen Platz, wo man abhängen oder auch mal durchhängen kann. Nach den 3 Jahren im Van konnte ich zumindest nicht mehr mitten in der Stadt leben. Ich bin selber in Stuttgart aufgewachsen, kenne das Stadtlife. Kati kommt aus München und weil wir Familienplanung schon länger im Auge hatten, haben wir gesagt, wir wollen irgendeinen Platz, wo wir eben zwischen den Familien auch relativ leicht hin und her können, uns Hilfe holen können, die Familien besuchen können, damit die auch irgendwie was vom Nachwuchs haben. Und so liegt das Allgäu halt genau in der Mitte. Für ihren heutigen Trip sind sie nur 15 Minuten gefahren zum Eselhof Allinger in Untrasried bei Kempten. Hier gibt es 3 kleine Stellplätze für Camper mitten unter den Tieren. Natur, das ist das Ding der Van-Nomaden und das war auch in der Zeit zu zweit schon so. 2016 gründen Kati und Paul eine Grafikagentur im Van. Auf ihren Abenteuern haben sie schon fast alles ausprobiert. Ob Wildcampen oder offizielle Stellplätze, Hauptsache nah an der Skipiste oder dem Surferstrand. Wildcampen klappt aber seltener, als man denkt.
entsprechend hast du gar nicht mehr so groß die Infrastruktur, allzu wild zu stehen. Da musst du schon richtig suchen und auch vorsichtig sein, weil es natürlich auch häufig dazu führt, dass die Plätze missbraucht werden oder vermüllt oder was auch immer. Und entsprechend mussten wir uns da zwangsläufig anpassen. Tut uns aber auch ganz gut. Mit Baby hat man jetzt ein paar andere Spots oder andere Kategorien, nachdem man die aussucht. Und hier fanden wir es halt cool, weil viele Tiere, schön ruhig, Bauernhof, kann irgendwie noch ein paar Eier oder Nudeln mitnehmen. Blick auf die Alpen, nicht so weit zum Fahren. Während die eingefleischten Vanlife-Profis ihre neue Heimat erkunden, erleben Camping-Neulinge einen Platz weiter den ersten Morgen danach. Wir haben unsere erste Tour, also unsere erste Nacht jetzt in unserem selbstgebauten Camper erlebt. Und jetzt geht's weiter Richtung Bodensee. Wie war die allererste Tour? Sehr cool. Also es war echt ein bisschen aufregend, hat ein bisschen gebraucht, bis man eingeschlafen ist. Aber war echt schön und entspannt. Mit den ganzen Alpakas und Esel hier um die Ecke ist natürlich super. Und es hat auch alles super spontan funktioniert. Wir fahren ultra gern Radl und gehen an Fels zum Bouldern. Und so Berge mögen wir einfach. Und das ist einfach, man ist so viel flexibler mit dem eigenen Van, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Neben Alpakas leben auf dem Hof Allinger auch Ziegen und Kaninchen. Aber die Esel bleiben die Stars, vor allem die wenige Tage alten Fohlen. Wer möchte, kann hier für ab 23 Euro auch eine Wanderung mit den Tieren machen. Die geht dann etwa 2 Stunden. Neben diesem coolen Stellplatz hier am Eselhof haben die Van-Nomaden noch ein paar mehr Tipps für Camper mit kleinen Kindern. Zeit mitnehmen, nicht denken, ich habe eine Woche und ich miete mir jetzt eins und fahre mal los, sondern wirklich Zeit, nehmt euch 3-4 Wochen Zeit. Weil es ist dann doch viel Aufwand, alles zu packen, die Route rauszusuchen und irgendwie die Plätze auch zu genießen. Informiert euch, wo ihr gut an Stellplätze kommt. Da gibt es ja mittlerweile einschlägige Blogs, die dir zeigen, welche Apps am besten sind. Zum Beispiel Park4Night oder Mein Womo. Und dann macht euch eine Route vorab und einen guten Mix zwischen Campingplätzen, Freistehplätzen oder irgendwelchen Bezahlplätzen mit schönem Blick. Ich glaube, der Platz macht einfach brutal viel aus, wenn du eine schöne Sicht hast, eine schöne Aktion oder Aktivitäten in der Nähe sind. Es macht einfach total viel und es gibt auch eine Menge blöde Plätze da draußen. Und ansonsten ist es eigentlich eine total leichte Form des Reisens. Ob die Van-Nomaden hier im Allgäu wirklich ihre Heimat gefunden haben oder der Van vielleicht doch ihr Zuhause bleibt, ist aber noch nicht ganz entschieden. Ob jetzt zu Hause wirklich ein Platz ist, muss ich, glaube ich, für meinen Teil noch so ein bisschen rausfinden. Also vielleicht braucht es auch gar keinen Platz, der zu Hause ist, sondern Heimatgefühl ist was Intrinsisches irgendwie, wegen dem Gefühl. Jetzt steckt gerade mal die Familie im Fokus und wir wollen gucken, dass Monty irgendwie behütet aufwächst und auch soziales Umfeld hat. Aber es ist schon der Plan, dass wir mehrere Spots in Europa haben. Wir wollen Europa treu bleiben und mich zieht es immer in den Norden, Kati zieht es ans Strand. Ich will in die Berge, in den Schnee, Kati will in die Sonne, ins Wasser. Und entsprechend werden wir gucken, dass wir wahrscheinlich irgendwo in Skandinavien im Winter sind, im Sommer in Portugal und im Herbst, wenn es irgendwie überall nicht so schön ist, dann in der Heimat bei der Familie. Bald soll der Van der Nomaden noch ein Aufstelldach bekommen, damit die Familie noch größer werden kann. Es lebe die Rückfahrkamera. Okay, er steht. Gut. Tageskarte, ein Tag 12 Euro. Ja, das ist doch wunderbar. Zahlt ich auch. Tada! So, was haben wir denn hier noch im Angebot? Da gibt es immer gute Tipps. Brötchenservice. Das ist mal nett, oder? Das wär's doch. Ich stehe hier auf dem Wohnmobilstellplatz in Leutkirch und ich würde gerne Ihren Brötchenservice in Anspruch nehmen für morgen früh. Geht das? Ja, super, freue ich mich. So. Tada. Okay.
Hallo! Ich glaube, da brauche ich eine Gebrauchsanweisung. Das sieht ja aus wie ein Rollladen. Seid ihr sicher, dass es ein Tisch ist? Ja. Sie haben jetzt jedenfalls gutes Kino. Ja, nee, ich habe keine Ahnung. Woher soll man das wissen? Haben Sie sowas schon mal aufgebaut? Bitte, bitte! Oder? Ja, das ist schon gut. Das ist schon gut? Ja. Ja. Wir nehmen das mal so hin. Aber das hält ja noch nicht mal. Ja, gut. Für manches muss man halt auch zu zweit sein, ne? Ein bisschen Geduld haben. Ja, das auch. Ja. Ja, jetzt. Mensch. Camper unter sich. Ach, Mensch. Super. Ich bin übrigens Christine. Ich bin Jutta. Jutta, auf gute Nachbarschaft. Tschüss, viel Spaß. Danke. Okay. Ja, Essen wäre noch gut, oder? Ach. Nudeln mit Pesto wäre jetzt der Plan, aber ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir gehen was essen, oder? Wir gehen jetzt in so einen richtigen Allgäuer Gasthof und kehren ein, oder, Paul? Ja, genau. Richtig schön wäre ja jetzt eigentlich auch so ein Wohnmobil-Dinner. Ganz elegant. Das ist sogar richtig Trend geworden, zumindest seit Corona. Und da gibt es sogar einen Butler. Und das ist er, Butler James, Schlüsselfigur beim Wohnmobil-Dinner. So, herzlich willkommen zu unserem Wohnmobil-Dinner hier in Simonswald. Die erste weitere Person, die es noch geben wird, das ist euer persönlicher Butler, James. James hat eine Funktion. James wird mich immer auf dem Laufenden halten, ob ihr was braucht oder was wollt. Ja, das heißt, immer wenn der Wohnmobilist einen Wunsch hat, bekommt der James das Eimerchen auf den Kopf. Und dann weiß ich, ich kann abräumen, ich kann den nächsten Gang bringen, es fehlt was, ihr braucht was. Und so würden wir das heute Abend dann machen. Hier gibt es zwei in einem. Stellplatz fürs Wohnmobil plus mehrgängiges Gourmet-Menü für 78 Euro pro Person. Stefanie und Jörg aus Radolfzell haben auf Facebook davon erfahren. Er ist in so einer Gruppe drin, in so einer Womo-Gruppe. Dinner vom Wohnmobil, ja, das war in der Corona-Zeit, kam die raus. Und da gab es, wir machen noch Dinner für Wohnmobil in Simonswald. Und dann haben wir gesagt, komm, wir rufen an. Wir wären unterwegs und dann kam gleich eine E-Mail von der Dame, hat gesagt, ja klar, super, wir haben Platz für drei Wohnmobile und dann waren wir mit dabei. Schon die Lage im Simonswälder Tal macht diesen Stellplatz zum Anziehungspunkt für Wohnmobilisten. Dazu kommen hier auch anspruchsvolle Gaumen auf ihre Kosten, denn die Gastgeber führen das Catering-Unternehmen Le Festin. Le Festin kommt aus dem Französischen und heißt übersetzt das Festessen. Und mein Mann war 7 Jahre am Stück im Ausland, unter anderem in Burgund, und hat da sein Herz ein bisschen verloren an Frankreich. Und so haben wir dann bei der Namensfindung für unser Catering-Unternehmen unseren französischen Namen entschieden. Kurz vor 18 Uhr, Ankunft des dritten und letzten Wohnmobils. Die Küche ist startklar und ab jetzt heißt es eindecken und genießen. Es kann losgehen. Im großen Korb, Geschirr, Besteck und sogar Deko. Blumen. Schön. Campen mit Stiel. So. Deckt mir so das Besteck an, wo esse ich nachher? Die ultimative Herausforderung, fürs Vier-Gänge-Menü richtig decken. Jetzt hätten wir noch zwei Servietten, sonst haben die Teller keinen Platz mehr. Und die Sets? Da passt doch alles drauf. Ursprünglich war es eine findige Idee in der Corona-Zeit. Aber immer noch hat das Konzept des Wohnmobil-Dinners viele Fans. Und wir genießen das. Ja, weil man es halt verbinden kann. Einfach das, ja, dieses leckere Essen, aber zusammen trotzdem in seinen eigenen vier Wänden. Das ist dann das schon, was es ausmacht. So, ich bin zurück. Heute Abend haben wir als Gruß aus der Küche eine Rinderkraftbrühe mit pochiertem Wachtelei. Die macht so richtig Lust auf mehr. Und mit James wird der nächste Gang bestellt. Das hier wäre unsere Creme Brûlée von der Räucherforelle. In dem Fall noch mit ein bisschen Saibling drin geräuchert. Daher kommt wegen diese leicht rosa Farbe. Im Kräutersalatnisch mit einem Sherry-Dressing und Balsamico-Perlen. So, es geht weiter. Bei dem edlen Menü inklusive Weinbegleitung jagt ein kulinarischer Höhepunkt den nächsten. Ich muss immer am schnellsten gehen und
am besten ja, alles gleichzeitig. So. Für uns? Ja. Ja, super. So, darf ich das wieder so reingeben? Sehr schön. Super. Rinderfilet in der Thymiankruste, ein Portweinsoße mit Spargelspitzen und Kartoffelchen. Und das Beste ist, es gibt noch Nachschlag. Wow. Mhm. Sehr lecker. Perfekt. Wirklich super lecker. Fleisch ist super. Spargel perfekt. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Und die Kruste ist super, gell? Von dem Fleisch. Und die Soße. Ja. Super. Ein wirklich sehr gelungenes Essen. Gehobene Klasse. Ja, kann man genießen. Ein bisschen kulinarischer Luxus beim Campingurlaub darf schon mal sein. So, wir kommen so langsam zum Schluss. Wir haben mit einem Süppchen angefangen, dann hören wir mit dem Süppchen auch wieder auf. Ein Erdbeer-Rhabarber-Süppchen mit Quarkmus von der Valrhona-Schokolade und Manuka-Honig. Sehr lecker. Mm. Mhm. Fein. Absolut super. Super. Lecker. Mhm. Wiederholenswert. Also war echt ein schöner Abend und schöne Gesellschaft. Also vor allem, ja, mit den Nachbarn da drüben, wenn die, ja, wenn man dann so ein bisschen locker zusammensitzen kann, noch zwischendrin. Das ist schön, hier zu sitzen, das alles zu genießen, das Essen wird gebracht. Besser geht's gar nicht, oder? Das Gesamtpaket stimmt. Und das ist das, warum wir so gern hierher kommen. Campingplätze gibt's viele, aber all together passt eben. Anders wie woanders. Gute Nacht zusammen, gell? Gute Nacht, tschüss. Tschüss. Ciao. Bis morgen. Noch ein bisschen frisch hier heute Morgen. Ich bin auch schon eine Weile wach, muss ich gestehen. Habe halt doch nicht so gut geschlafen. Ist einfach doch ein bisschen ungewohnt so im Wohnmobil. Aber eigentlich war es hier ziemlich ruhig, muss ich sagen, heute Nacht auf dem Stellplatz in Leutkirch. Alle sind auch früh ins Bett gegangen und die meisten schlafen auch noch. Aber ja, naja, meine Nacht war okay. Aber ich freue mich jetzt auf den Brötchenservice. Und ich glaube, ich mache mir jetzt vorher mal erst noch einen Kaffee, bis der kommt. So was Warmes. Ah, der Brötchenservice. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ha, das ist ja goldig. So. Eine ganze Tüte. Okay. Leckere Brezel, Allgäuer Seelen, zwei Cousin. Super. Zehn. Dankeschön. Danke. Ja, danke schön. Ciao. Ja, das Gute an diesen Stellplätzen ist ja auch, dass das Rangieren mit den großen Womos hier relativ unkompliziert ist. Aber für mich geht es jetzt nach Isny. Und da in der Altstadt könnte es, glaube ich, schon ein bisschen tricky werden. Aber für alle, die sich da ein bisschen unsicher fühlen, gibt es in Koblenz ein Fahrsicherheitstraining, wo man auf all diese etwas schwierigen Situationen richtig gut vorbereitet wird. Es ist der ganze Stolz des Ehepaars Stein aus Koblenz. Ein 8,50 Meter langes Luxus-Wohnmobil. Bevor es damit in den ersten Urlaub geht, steht für Frau Stein ein Fahrsicherheitstraining bei Dirk Müller vom ADAC Koblenz an. Es ist ja eine Größenordnung, die dem LKW entspricht. Und LKW bin ich noch nicht gefahren. Also würde ich das jetzt gern üben. Bevor es losgeht, checkt Dirk Müller die Führerscheine. Sie haben jetzt noch die alte Klasse 3. Sie dürfen Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge bis 7,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse fahren. Also alles okay. Ja? Ja. Ganz schön mutig von Roswitha Stein. Das hier ist schon eine richtige Herausforderung für jemanden, der so ein Fahrzeug noch nie bewegt hat. Wie fährt man so ein Wohnmobil? Okay, jetzt fahren wir mal ein paar Kurven, ja? Und dann wieder durch den Slalom durch. So ein Fahrzeug in der Größenordnung, die haben natürlich beim Kurvenfahren Fliehkräfte. Und da gibt es natürlich schon Wankbewegungen nach links und nach rechts. Und man kann durch geschicktes Lenken diese Wankbewegung etwas kontrollieren. Viele neigen dazu, einfach zu viel zu lenken. Und dadurch habe ich natürlich einen engeren Kurvenradius. Und dadurch bedingt auch sehr viel mehr Fahrdynamik.
einfach nur mal beschleunigen jetzt. Dann geht's ans Bremsen. Und wenn ich sage Bremse, dann bremsen Sie bis zum Stillstand. So, und bremsen jetzt. Es kostet zunächst mal Überwindung, wirklich auch mit voller Kraft ins Pedal hineinzugehen. Das muss man ein paar Mal trainiert haben, damit ich auch wirklich mit 100% Kraft da hineingehe. Wenn Sie jetzt nicht unbedingt eine Gefahrbremsung machen müssen, wollen einfach nur anhalten, dann macht es Sinn, dass Sie kurz vorm Stillstand das Bremspedal einfach ein bisschen lupfen. Einfach nur ein Stück zurück von vom Pedaldruck. Yeah. Der Wagen hält trotzdem an, aber nicht mit so einem brutalen Stopp. Worauf sollte man beim Rangieren achten? Da wollen Sie rein. Yeah. Wir wollen jetzt mit unserem Fahrzeug hier rückwärts einparken. Gucken Sie mal links unten in die Rückfahrkamera. Kein Hindernis, ja, keine Person. Ganz schön knapp. Ich muss die Distanzen im Spiegel abschätzen können. Ich muss auch mal trainieren, in den Spiegel hineinzuschauen. Auf die richtige Spiegeleinstellung kommt es an. Also hier bin ich im toten Winkel und jetzt gehe ich einen halben Meter nach links. So, und jetzt bin ich wieder zu sehen. Und das ist also hier ein absoluter Gefahrenpunkt, wo ich mich jetzt hier aufhalte. Und das muss eigentlich auch jeder Fußgänger, jeder Radfahrer wissen. Was muss man auf der Autobahn beachten? Also der hier hat ja mehr als 3,5 Tonnen. Ich darf also maximal 80 km/h fahren. Wenn ich von schnellen, großen Fahrzeugen überholt werde, die wirklich eine Windblase vor sich herschieben. Dieser Winddruck, der reicht aus, um ein Fahrzeug komplett einen halben Meter bis einen Meter wirklich zur Seite zu schieben. Und das schlagartig. Man muss sich dann halt, wenn man sieht, aha, von hinten werde ich überholt von einem großen Fahrzeug, schon mal auf Gegensteuern einstellen. Und man sollte also wirklich auch bedacht sein, dass man die schweren Sachen irgendwie unten verstaut. Ja, wenn ich die schweren Sachen jetzt, so wie hier in der Kurve, nach oben gestaut habe, kann es natürlich sein, dass die Wankbewegungen des Fahrzeugs hier deutlich zunehmen. Wo kann man ein Fahrsicherheitstraining für Wohnmobile machen? Viele Händler bieten ein Training oder eine kurze Einführung an. Beim ADAC Koblenz kostet ein eintägiges Gruppentraining 165 Euro, in Heidelberg 139 Euro. Im Besonderen war das hier die Frau Stein, die tatsächlich mal ein paar nähere Informationen haben wollte und die einfach mal unter Laborbedingungen, also ohne Verkehr, ohne Bordstein, ohne Bäume und alles, in Ruhe mal mit so einem Gerät fahren wollte. Also es ist der gleiche Preis wie in der Gruppe, nur ich habe halt 2 Stunden lang intensive Einzelbetreuung und in der Gruppe ist man halt einer von 10. Roswitha Stein hat das Einzeltraining viel gebracht. Also in erster Linie mehr Sicherheit und mehr Selbstvertrauen, das Auto zu fahren. Es ist nicht zu unterschätzen, dass ein zweiter Partner zur Verfügung steht für irgendwelche Notfälle bzw. für irgendwelche Grenzsituationen. Fazit? Für Wohnmobileinsteiger bietet sich ein Fahrtraining an, denn das Kurvenfahren, Bremsen und Rangieren will gelernt sein. Auf der Autobahn ist beim Überholen Vorsicht geboten. Die Steins freuen sich jetzt auf ihre erste große Fahrt mit dem neuen Wohnmobil. So, ach, das ist doch auch echt idyllisch hier und total zentral gelegen, muss man sagen. Ah ja, und zahlen per QR-Code. Auch nicht schlecht. Okay, 10 Euro. Okay, heuer kann man verschmerzen, oder? Tja, ja, ist nur leider absolut unfreundliches Camperwetter, oder? Kalt und Regen und so. Ich glaube, ich gehe jetzt mal in die Stadt und gucke, ob ich ein gemütliches kleines Café finde. Schon praktisch, wenn die Stadt dann so nah ist zum Stellplatz. Also 5 Minuten und man ist mitten in der Altstadt. Total nett. Es gibt natürlich auch Stellplätze, die liegen an sich schon so idyllisch. Da braucht es eigentlich gar nichts sonst. Und manchmal lädt es dann am Ende sogar noch zum Schäfchenzählen ein. Zwischen den Reben, mitten im Grünen,
und 1, 2, 3 Schafen. Da liegt der Stellplatz des Weinguts Kleinwein in Weinsheim an der Nahe. Phil und Christine Klein führen zusammen das Weingut Kleinwein. Und neben dem Weinbau und der Natur haben sie noch eine Leidenschaft. Wir lieben es, Menschen kennenzulernen. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen und man glaubt gar nicht, woher die Menschen alle kommen. Und alle zieht es hierher und man kann die Menschen für unsere Landschaft begeistern, für den Wein, für den Weinbau. Und genau das macht es aus, deswegen macht es uns Spaß. Weil man einfach den Leuten sehr, sehr viel mitgeben kann. Wenn sich jemand hierher verirrt, ist das ja die größte Wertschätzung, die es für uns gibt. Weil Weinsheim ist ja wirklich, oder das Naheland ist ja wirklich noch ein Geheimtipp. Die beiden haben kein Weingut geerbt oder übernommen. Sie arbeiten beide als Winzer in großen Weingütern und erfüllen sich den Traum von den eigenen Weinflächen noch nebenher. Bisher mit circa 2,5 Hektar. Im Weinbau ist es ja auch so, dass eine Entscheidung sich aufs ganze Jahr auswirkt. Und deswegen überlegen wir etwas länger, wie wir denn vorgehen wollen. Welcher Schritt ist jetzt der richtige? Und wir arbeiten sehr, sehr intensiv miteinander, um einfach keine Fehler zu machen. Momentan ist Christine vor allem für den gemeinsamen Sohn da. Aber die beiden kümmern sich zusammen um die Familie und die Arbeit im Weinberg, so gut es geht. So, dann. Der Wein der Kleins ist biozertifiziert und sie setzen beim Anbau auch stark auf Biodiversität. Das heißt unter anderem, sie düngen natürlich und lassen auch noch andere Pflanzen im Weinberg zu. Das hier sind kleine Spätburgunderreben. Spätburgunder aus dem Grund, weil wir definitiv zu wenig Spätburgunder haben. Und hier in der Region gibt es leider auch zu wenig. Und alles, was wir an Spätburgunder-Trauben ernten möchten, die Weinberge müssen wir vorher alle erstmal selbst anlegen. Neben dem Spätburgunder baut das Winzerpaar noch 5 weitere Weine und 2 Sekte aus. Wie bei den Rebflächen setzen die Kleins auch bei der Reifung auf die natürlichen Prozesse und geben dem Wein viel Zeit. Wer auf einem der beiden Stellplätze für autarke Camper übernachtet, ist eingeladen, den Winzern über die Schulter zu schauen oder noch besser mitzuhelfen. Die Kleins sind offen für alle. Das hier ist kein Geheimnis, was wir hier machen. Am spannendsten ist es natürlich immer im Herbst in der Weinlese, wenn hier wirklich Action ist und wir mit einem Leseteam von 15 oder 20 Leuten aus dem Weinberg kommen, hier ein Päuschen machen und die ersten Trauben schon gekeltert werden und dann wirklich der frische Most aus der Presse läuft. Da wollen auch viele wirklich probieren, wie denn der Jahrgang tatsächlich jetzt geworden ist. Über die Portale Landvergnügen, Alpaka oder einfach per Telefon kann man hier eine Nacht für ab 10 Euro buchen und sich dann zwischen einem Platz direkt am Weingut oder auf der idyllischen Ostweide entscheiden. Der Wein wird auf Wunsch frei Haus geliefert. Eine Flasche Sekt für später und euren Rosé. Oh, Rosé. Ah, vielen Dank. Wir mögen gerne Plätze, die in der Natur sind, wo man auch ein bisschen Ausblick hat. Und wenn das dann natürlich an so einem tollen Weingut ist, wo man vielleicht noch eine Flasche Wein probieren kann, dann ist das natürlich eine gute Kombination. Für heute Abend sind wir offensichtlich versorgt, ja. Kleine Prinzessin, fantastisch. Den werden wir natürlich gleich mal probieren. Und je nachdem, wie gut er schmeckt, fahren wir früher oder später Rad. Ja. Gut, dass niemand mehr fahren und bei den Schäfchen nur bis 3 zählen muss. Das ist doch mal ein herrlicher Ausblick zum guten Schluss. Allgäu wie im Bilderbuch. Überhaupt muss ich sagen, das war ein richtig schöner Trip. Die Region ist eigentlich perfekt für so einen Kurztrip mit dem Wohnmobil. Richtig idyllische Dörfchen, hübsche Städtchen und natürlich Panorama. Also hoffentlich war auch für Sie der ein oder andere Tipp dabei. Ganz viele andere Freizeittipps finden Sie auch in der ARD Mediathek oder auf YouTube. Schauen Sie doch mal rein. Für mich geht es jetzt leider zurück, aber ich glaube, ich komme echt mal wieder. Tschüss. Also, ciao.